Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Ja, im Hintergrund finden wir schon einen, wenn ich es richtig verstanden habe, toten Riesen. Es könnte natürlich auch sein, dass der einfach nur gestürzt ist und dann eingefroren ist. Auf jeden Fall hat Thors Hammer ihn erwischt. Warum wird das jetzt hier auf einmal so laut? Und wir haben ja auch noch ein Rätsel zu machen, weil in der letzten Folge sind wir hingekommen. Das ist übrigens eine seiner riesigen Hände. Nur mal so nebenbei bemerkt. Also der ist schon sehr riesig, deswegen hoffe ich mal, dass wir nicht gegen den kämpfen müssen. Wir haben hier hinten was, was wir holen können. Hier ist der Sockel für den Kristall. Aber wie bekommen wir ihn runter? Da werden wir uns jetzt drum kümmern, Kleiner. Und ich muss gucken, ob ich irgendwo Silber herbekomme, weil das Problem ist... ist eine riesige Blutspur hier. Okay. Wo ist der jetzt eigentlich hingelaufen? Moment, da ist noch eine Truhe. Die nehmen wir auch mal eben mit. Ja, Hacksilber. Sehr schön. Und können wir hier was zerschmettern? Anscheinend nicht. Eventuell können wir das hier dann explodieren lassen. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Wo war denn das? Da. Wir probieren einfach beides mal aus. Erstarrtes Weltenbaumharz. Praktisch. Nein, nein, nein. Ah, scheiße. Jetzt habe ich dummerweise, wenn ich jetzt loslasse, glaube ich, dann wirft der das, oder? Oder? Nee, okay. So, Kleiner, hilf mir mal. Vielleicht funktioniert's ja. Boah, und wie das funktioniert. Ah, ach so, ich bin so doof. Ich habe in der letzten Folge so schön gesagt, dass wir den Kristall von da hinten hier vorne reintun können vielleicht. Was natürlich totaler Blödsinn ist, weil wir da jetzt den Kristall rauskriegen. Okay, ich habe mal wieder Blödsinn geredet, aber Hauptsache, ich kann ja wieder wie Obelix hier mit dem Hinkelstern rumlaufen. Ganz toll, Kleiner. Vor allen Dingen, wenn ich von hinten dann gleich irgend so einen Ork oder irgend so ein Viech erwischt. Kannst du da irgendwas mit anfangen? Warte mal. Was ist das denn? Was ist denn das? Leute? Ist das eine gute Idee? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ah, okay. Legendär. Formlose Substanz, die in Weltenrisse gebunden wurde. Damit können Eigenschaften verschiedener Talismane verbessert werden. Ah, sehr cool. Weltenrisse schließen 1 von 18. Okay. Okay, okay. Achso, wir haben das Ding jetzt noch gar nicht mitgenommen. Moment. So. Dann... Auf welchen Pfeil steht er denn jetzt gerade? Auf dem richtigen, okay. Gut, ich vermute mal... Ja, genau, hier ist eine Rune drin. Da wäre dann die dritte Rune, die wir gesucht haben. Allerdings bezweifle ich, dass wir das in der Kürze schaffen werden, da rüber zu laufen. Und ehrlich gesagt, ich bin etwas runenfaul geworden, seitdem das so oft so, ja, nahezu unmöglich gemacht worden ist vom Tempo her. Aber wenn ihr das machen wollt, dann wisst ihr auf jeden Fall jetzt, wo die ganzen Runen sind. Hallo? Nacht, sie haben deinen Jungen! Nein! Der Junge braucht Hilfe! Ja! Der Junge, er braucht Hilfe! Ja, ja! Ich helfe ihm noch gerade. Was für Mistviecher! Oh, Mann! Konnte jetzt keiner mit ahnen hier. Oh oh. Das sieht wieder so nach Kampfbereich aus irgendwie. Ja. Da ist wieder was zum Heilen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Oh, was ist denn hier passiert? Wie kommen wir runter? Mach ein Loch rein. Nicht so. Ich habe einen Plan. Wirklich? Tu nicht so überrascht. Nichts für ungut, Bruder. Aber ich glaube, dass nicht einmal Thor mit Mjölnir durch so viel Eis käme. Dann ist Thor ein Narr. Dürfte unterhaltsam werden.
Junge. Nein, ich hab's geahnt. Oh fuck, oh fuck. Oh ja, du sollst ausweichen. Hallo. Das wäre ganz gut. Hallo? Oh, lauf, 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 lauf. Ja. So geht das. Da ist noch einer. Verpisst euch. Oh, noch einer. Oh, scheiße. Doch, 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 du bist bereit. Du bist bereit, du hast bereit zu sein. Oh fuck, oh fuck. Nein, weich aus. Doch, du bist so weit. Du hast so weit zu sein. Was macht der jetzt nichts? Hallo? Ja, toll. Oh, ach du Scheiße! Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Nein! Ja, ich hab vergessen, dass ich das kann! War jetzt irgendwie nicht so, oder? Wenn ich dich schon hatte. Ja, 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 ich pass doch auf. Ja, dann mach was. Los. Nein, du brauchst nicht mehr Zeit. Mach einfach. Oh. Hier schon wieder. Kommt hier hoch. Euch. Ich kann nicht mehr. Ja, das Gefühl kenne ich. Oh. Wollt ihr mich verarschen? Wer hat mich denn... Ach so, das ist der Zwerg. Ja, geil. Okay. Sindri, warte, ich muss doch erstmal alles einsammeln hier. Das, Heilung, Heilung. Das, das. Wieso kann ich das jetzt nochmal alles? Ich dachte gerade, vervielfältigt sich das jetzt hier. Jetzt habe ich aber alles hier, ne? Außer die außer der Heilung. Ja. Sieht gut aus. Oh. Mein Gott, wo kamen die jetzt auf einmal alle her? Ja, von geradeaus, ich weiß. Hi. Wow, das war ein Wahnsinn, der... Kampf. Ne? Hier, fang. Finde ich auch. Na toll, jetzt hast du einen leckeren Apfel versteckt. Warum sah man dich nicht? Hier kann man sich nirgendwo verstecken. Oh, das. Das ist ein kleiner Trick meines Volkes. Eine Art, unentdeckt zu bleiben. Du kannst unsichtbar sein? Ich habe die Fähigkeit, in die Zwischenwelt zu treten. Und euer Hirn versteht nicht, was es sieht. Und deshalb sieht es gar nichts. So vermeiden wir es, die Waffen, die wir fertigen, benutzen zu müssen. Bei Drachen funktioniert es wohl nicht. Dein Bruder hat gefragt, ob du genug isst. Sieht ganz danach aus. Brock hat nach mir gefragt. Brauch sein Atem nach Met. Er hat sich schon wieder angefasst. Na dann kommt. Deshalb
war Brock im Tempel, nachdem das Wasser sank? Die Zwischenwelt! Kein Wort mehr. Still! Hierfür brauche ich absolute Ruhe. Bitteschön. Ich finde das immer wieder geil. Wie der einfach so einmal so Bong drauf macht und dann letztendlich Ablenkung kommt gerade recht. Alles verbessert sein soll. Moment, Klauenbogenverbesserung verbessung verfügbar. Wo sind wir denn jetzt? Herstellen, verbessern. Wir können die Brustrüstung verbessern. Ja, allerdings, ja doch, das ist aber nicht so viel, was wir dafür bezahlen, ne? Ich würde mal sagen, das verbessern wir auf jeden Fall schon mal. Okay. Moment, können wir nochmal verbessern? Ah, das wäre natürlich cool. Stärke, Runen und Abwehr wird insgesamt verbessert. Ja, dann machen wir das doch. Aber mehr, denke ich mal, können wir nicht machen. Nein. Verbesserung auf Max. Armrüstung können wir auch nochmal verbessern. Zauberplätze. Achso, das war dann die Sache mit den Abklingzeiten. Wobei wir eh das hier anhaben. Jetzt haben wir dafür natürlich zu wenig Stahl. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Hallo? Ich wollte eigentlich gar nicht rausgehen. Aber ich denke mal, wir können... Obwohl, doch, Moment, da war doch was mit Klauenbogen. Klauenbogen. Was kann ich für dich tun? Na, habe ich aber nicht genug Ressourcen für. Das war so klar. Runenangriffe, Zauber, Aufstellungssteine, Ressourcen. Verlorene Gegenstände? Verbessern. Leviathan-Axt können wir nicht. Ja, lieber Junge. Das können wir auch nicht. Klauenköcher, den könnten wir noch verbessern. Verkürzt die Pfeilnachladezeit. Das wäre natürlich cool, weil die brauchen wir ja schon ziemlich oft. Davon haben wir nichts an, kann das sein? Hä? Um einen weiteren Zauberplatz zu bekommen. Aber das verschlechtert alles. Nee, nee. Hüftrüstung. Das würde aber die Sache mit den Runen und so weiter verschlechtern. Axtknauf können wir nicht. Gut, Talisman haben wir ja bisher noch nichts mitgemacht. Gewährt einen Gesundheitsschub. Macht aber das Glück wesentlich runter und die Abwehr ein bisschen runter. Da habe ich es ja nicht so mit, ehrlich gesagt. Dann würde ich sagen, nee, nicht Klauenbogen, dann verbessern wir den Köcher. So. Und hoffen mal, dass uns das was bringt. So, dann gucken wir auch noch mal eben nach mit der Waffe. Runenbeschwörung. Da haben wir nicht genug. Runenangriff verbessern. Ja, das mache ich ja irgendwie nie. erhöht den Frostschaden jeder Welle. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich die... Halten Sie RB gedrückt, um bis zu zwei... um bis zu drei Schaden aufzu... Ja, das, ach so, das ist das, was ich doch mache, glaube ich. Aber das kostet auch sehr viel. Betäubungsschaden verbessern. Ich bin mir nicht so sicher. Schwerer Runenangriff, den könnte ich verbessern. Ermöglicht einen zusätzlichen Folgeangriff durch Drücken von RT nach dem ersten Schlag. Macht auf jeden Fall mehr Schaden. Der Fluss aus Messern ist ein anderer Runenangriff. Wobei der eine viel Frost macht, der andere soll ein bisschen betäuben. Den habe ich drin. Der ist im Vergleich schlechter. Okay.
Konnte ich nicht normalerweise, doch bei ihm kann ich noch was machen, ne? Klauenbogen. Zorn des Wolf. Ah, den können wir nicht verbessern, der ist erst bei 13.000. Ah. Schaden Krähen. Ja, dann sind wir wieder hier oben. Nee, also den Zorn finde ich schon cool, auch wenn ich den irgendwie noch nie benutzt habe. X gedrückt halten. Moment, das probieren wir mal eben aus. Tut sich aber nichts. Okay, dann bringt das wohl nicht viel mit X gedrückt halten. Wir bräuchten so ein Ding. Und? Wie sieht dein Plan aus? Werfen. Überleg mal. Wie ich dich kenne, hat der nichts mit Herumstehen zu tun. Richtig. Aber wie kommen wir weiter? Ja. Das würde ich auch gerne wissen. Da unten war aber nicht. Nee, wenn wir klettern, dann ist das wieder weg. Sogar sein Bart war damit geschmückt. Ich finde, er sieht irgendwie attraktiv aus. Naja, für einen schneebedeckten Toten. Ich kenne einen Ort, an dem ihr vielleicht brauchbare Schätze findet. Da können wir auch nicht runter. Hä? Moment. Aber das zum Werfen... da müssen wir nicht hier drüber, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das zum Werfen ist ja hier auf der anderen Seite. Und da können wir jetzt nicht so einfach rübergehen, ne? Da oben! Siehst du? Was denn? Oh. Das ist aber auch wirklich... Ja, da können wir nur da hoch. Hm. Atreus, komm her. Komme schon, komme schon. Die Frage ist, behält der das Ding in der Hand, wenn wir das jetzt mitnehmen? Ich denke mal nicht, ne? Wenn wir das dann hochmachen. Was wird das? Hallo? Wir auch nicht hoch, ne? Da denke ich mal auch nicht, weil sonst wäre ja nicht hier dieses... Ne, dann lässt er das liegen. Hm. Können wir den nicht einfach ins Auge pieksen oder so? Dass der dann... Okay, doofe Idee, ich weiß. Aber wie kommen wir denn da hinten runter? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Da müssen wir nochmal schauen. Weil wir brauchen auf jeden Fall was, was wir da draufhauen können. Das ist ja schon mal klar. Er hat auch keine anderen Pfeile. Habt ihr Interesse, ihn euch anzusehen? Was denn? Wen? Und? Wie sieht dein Plan aus? Überleg mal. Wie ich dich kenne, hat er nichts mit Herumstehen zu tun. Aber wie kommen wir weiter? Okay. Müssen wir die eventuell beide? Ach, da ist noch eine dritte. Moment. Kann da drauf schießen. Die Frage ist, bringt mir das was? Eigentlich nicht, oder? Ach, doch, ich brauche die Dinger ja gar nicht. Ah, ich bin so doof. Hahaha, ha, ha. Okay. Hallo? Ach, Junge, ernsthaft? Du sollst da drauf schießen. Warum reagiert er so spät? Hallo? So nicht, mein Freund. Okay, er hat ihn getroffen, aber es hat trotzdem nicht funktioniert. Das ist natürlich... Vorsicht! Mein Laden ist hier! Entschuldigung!
Ja, dann würde ich sagen, dann haben wir den Weg endlich mal frei gemacht. Oh mein Gott. Das war jetzt wieder... Ja, ich weiß, das war jetzt wieder eine Katastrophe. Das Problem bei der Sache ist nur, dass... Achso, er ist da dran. Das Problem bei der Sache ist nur, dass ich befürchte, dass es danach noch einen längeren Zeitraum gibt, wo wir wahrscheinlich wieder Rätsel lösen müssen, beziehungsweise wieder Gegner besiegen müssen. Und wir jetzt schon wieder bei 20 Minuten angekommen sind. Ich möchte die Folge nicht zu lange hinziehen. Deswegen mache ich hier mal einen kleinen Cut und dann sehen wir in der nächsten Folge, ja, wie es weitergeht mit unserem eingefrorenen oder toten Riesen. Vater, ich bin mir nicht sicher. Ja, halt die Klappe, das machen wir doch in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.